Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Am 15.06. kommt mein Buch Ich wollte nie Veganer sein. Ab sofort überall vorbestellbar, wo es Bücher gibt. Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war jetzt anderthalb Wochen krank und falls ich immer noch ein bisschen krank klinge, dann liegt daran, dass mich dieser grippale Infekt wirklich ordentlich weggeballert hat. Aber ich bin zurück und hatte genug Zeit, mir Gedanken zu machen, was man noch so für coole Formate machen könnte. Und ein Thema, was hier immer wieder aufkommt, ist, dass vegane Produkte extrem teuer sind. Und ich möchte mit dem Format das Gegenteil beweisen und habe deshalb, ich gucke mal jetzt in meiner Linke, und habe mir gedacht, ich mache mal ein Format, wo ich in die verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten gehe, also sei es Supermärkte oder Drogerien, wie jetzt in dem Fall DM, und zeige euch verschiedene vegane Produkte unter 1,50 Euro. Warum 1,50 Euro? Ich wollte eigentlich erst unter 1 Euro machen, habe dann aber festgestellt, dass das schon ziemlich hart ist und ich mehr Spielraum habe für unter 1,50 Euro. Deshalb nachfolgend alle Produkte, die ihr seht, kosten unter 1,50 Euro und ich habe euch den Preis wie immer auch eingeblendet und ich möchte gar nicht lange drum reden. Fangen wir an mit dem ersten Produkt und zwar, was haben wir hier? Das sind gute Schoko-Reiswaffeln mit zart bitter, die finde ich richtig lecker, so zum Wegsnacken. Dann hier, Koro, der Bio Energy Ball, finde ich tatsächlich ganz lecker. Kann ich ab und zu mal ganz gut wegsnacken. Übrigens, Koro an der Stelle, Hinweis, mit meinem Code PhilippSteuer spart ihr 5%, wenn ihr bei Koro online kauft. Checkt das Ganze gerne mal aus. Weiter machen wir mit, hier, schwarze Bohnen, denn brauche ich immer so ein bisschen Hülsenfrüchte für die Rezepte, die ich täglich auf Instagram, meinen Reels droppe. Dann, oh, die, das ist eine vegane Snackwurst. Die besteht aus Weizeneiweiß, Tofu, Weizeneiweiß. Und wollen wir die mal zusammen probieren? Da geht es schon ein bisschen hier rum, bis ich wieder gesund wurde. Kann man sie sehen, hier so ein bisschen der Beauty-Griff. Zack, so sieht die aus und probieren wir mal. Tatsächlich lecker. Und der hat jetzt nicht diese klassische knackige Konsistenz, ist eher also ein bisschen mehlig, eher sehr, weiß ich gar nicht. Aber schmeckt tatsächlich gut, aber ist scharf. Aber ist jetzt nicht so klassisch wurstig, falls da überhaupt, falls ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich mitgenommen hier Maiswaffeln. Daraus kann man perfekt veganes Met machen. Rezept findet ihr auf Instagram. So einen Protein-Knabber-Mix. Das ist eine Biomischung aus gerösteten und gesalzenen Sojabohnen, Kürbiskernen sowie getrockneten Tomatenflocken und Zucchini-Würfeln. So sieht das aus. Echt lecker. Alternativ halt. Vogelbutter. Freue mich auch. Dann hier. Klassischer Naturtofu, auch eine Basis für geile Snackgerichte sind Haferflocken. Kann man übrigens auch vegane Buletten beispielsweise ausmachen. Und ihr ahnt es schon richtig, auf Instagram habe ich da die entsprechenden Rezepte für. Richtig geile Frikadellen mit die Basis Haferflocken essen, das schmeckt ja nicht raus. Wirklich, top, top. Was habe ich hier noch? Ich habe hier Mini-Dinkelbrezeln. Alter, habe ich immer, wenn ich damals feiern war, langes her, immer an der Bar, habe ich immer Salzstangen und so weggesnackt und so kleine Brezelchen, finde ich, ist immer das geilste abends, wenn du sowas zum Snacken hast. Dann habe ich stückige Tomaten Natur. Kann man auch verdammt gute Soßen mit entsprechend machen, zu Nudeln oder anderen Gerichten. Wenn man ein bisschen Gemüse reinschnibbelt, läuft das perfekt. Dann habe ich hier neben mir, dann habe ich hier die Kidneybohnen mitgebracht, auch mal lecker. Dann habe ich etwas, das habe ich aber schon gegessen, aber das kann ich nur wirklich euch ans Herz legen. Das ist hier eine Tomaten-Kräutersoße von DM Bio. Das Tolle an der wiederum ist, sind die Zutaten, denn da ist nur Tomaten drin, Tomatenmark, Zwiebeln, Olivenöl, Meersalz, Oregano, Petersilie, Thymian, Basilikum, Knoblauch, Pfeffer, Zitronensaftkonzentrat und kein... Was ist hier los, Katze? Katze will in die Tüte rein. Kein zugesetzter zusätzlicher Zucker. Ultra geil und wirklich war sau lecker. Kann ich auch da entsprechend nur empfehlen. Was haben wir noch? Klar, der Klassiker. Hier, guck mal. Die kleinen Dinkel-Doppelkekse mit Schokolade schmecken auch großartig. Also hier sind jetzt für mich jetzt keine... Möchtest du... Kurz hier die Katze. Können wir... Herr Katerich, können wir das bitte auch später... Können wir das bitte später weitermachen mit der Tür? So. Wo war ich? Eier, auspacken wir da. Dann habe ich mitgebracht. Die haben auch super viele Aufstriche für einen schmalen Betrag. Das hier ist
gelbe Paprika Cashew. Den wollte ich die ganze Zeit schon mal probieren. So sieht der aus. Boah, der ist mal ordentlich geschmackvoll und schön paprikaig. Na, hier ist Agavendicksaft vielleicht ein bisschen süß und drin. Aber voll geil, also als herzhafter veganer Aufstrich, Fuß aufs Brot, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das hier ist veganer Bauernschmaus auf Basis von Räuchertofu. Ich tippe, ich hätte jetzt gedacht, dass es sowas wie Leberwurst ist. Da erkennt man es. Boah. Oh, ist das salzig. Wie viel Salz ist hier drin? 2,2 Gramm nur auf 100? Kann ich mir nicht vorstellen. Wasser, Zwiebeln, Tofu geräuchert. Wasser, Sojasauce. Ja, Sojasauce ist super. Krass, also, ne. Das ist tatsächlich nicht mehr. Ist mir viel zu salzig. Das Cashew-Ding ist viel, viel besser. Dann habe ich natürlich, also haben wir hier auch etwas, was zum Inventar gehört. Das ist der, muss ich wieder hier, wenn er mein Gesicht sieht. Ja, das ist der Kokosriegel mit Zartbedecken. Gibt es auch nicht vegan mit Vollmilch. Aufpassen, wenn ihr den kauft. Der schmeckt super gut. Dann habe ich mir mitgenommen so ein Krokantriegel mit Erdnuss. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Mr. Tom. Schmeckt wie Mr. Tom. Und wiederum, glaube ich, nicht ganz so süß wie Mr. Tom. Also auch ziemlich nice. Was von den Produkten auf dem Tisch habt ihr denn vielleicht selbst schon probiert und was könnt ihr empfehlen? Und was haltet ihr von dem Format? Sollen wir das entsprechend fortführen in anderen Supermärkten? Ich finde es eigentlich ziemlich nice, da auch mal sozusagen günstige, aber geile Produkte in vegan zu finden. Schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Hier neben mir gibt es noch zwei weitere Empfehlungen, wenn ihr mich noch weiter schauen wollt. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!